Ja, grüß Gott aus München und herzlich willkommen zu einer weiteren Lotus-Folge auf meinem Kanal. Lange ist es her, dass wir Lotus gefahren sind. Aber heute ist der 23. Dezember und der Entwickler FuelApp hat uns ein schönes Update beschert. Also ein Weihnachtsupdate, schönes Geschenk zu Weihnachten. Und zwar handelt es sich um die Münchner Christkindl-Tram, die heute einfach mit dem Kosmos ein Update gekommen ist. Also für jeden Besitzer, der das Add-on gekauft hat, Tram München, bekommt es automatisch kostenfrei dazu. Finde ich eine gute Idee, weil normalerweise war das ja nur als KI-Fahrzeug gedacht. Jetzt kann man es selber fahren. Wie gesagt, aussehen, ja, ist der typische Münchner M-Wagen. Ein etwas in die Jahre gekommenes Fahrzeug, wie man es schön sagen würde. Also ein Oldie. Wie gesagt, designtechnisch schaut das sehr schön aus. Ist auch, wie gesagt, ja, wie es für ein PW, also PW auch sich gehört. Ich würde gerne mal mit euch da herumfahren um die Tram, aber ich zeige euch, was passiert. Wenn ich das machen möchte, dann ruckelt das Bild nämlich furchtbar. Und das sieht mega scheiße aus. Deswegen gucken wir uns das mal so an. Also auch hier ist es schön Christkindl-Tram und ja, alles ganz nett gemacht. Also auch das Repaint ist sehr gut gelungen. Jetzt machen wir mal den Türsound, testen wir mal den Sound. Ja. Sehr schön. Gefällt mir. Und dann würde ich sagen, dann schauen wir mal innen rein. Da sind wir nämlich direkt hinterm Fahrer. Dann scrollen wir die Perspektiven durch. So. Ganz nett. Jetzt das Ganze wird auch mit Beiwagen geliefert. Ich habe den noch angekuppelt hinten. Und jetzt gucken wir uns natürlich unseren Arbeitsplatz an. Aufgeräumt. Auch hier das gleiche Problem. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier mit der Maus etwas nach unten gehe, mach's mal ganz langsam, damit sich arg ruckelt. Ja, aufgeräumtes Cockpit, wie man es aus den älteren Fahrzeugen halt kennt. Da gibt es einen ganz besonderen Knopf, der eingebaut ist. Ich drücke den einfach mal. So, das war's auch schon, weil sonst gibt es Ärger mit YouTube. Wegen Copyright. Wie gesagt, kann man drücken, kann man auch die Tab-Taste drücken, also die den SIFA-Schalter ist damit belegt. Wer dann gerne während der Fahrt Weihnachtslieder hören möchte, das muss ich nur wieder hochscrollen, nicht, dass es jetzt arg so ruckelt. So. Ja, wir sind jetzt momentan am Kurfürstenplatz, fahren jetzt Richtung Sendlinger Tor vor, damit wir den Sound mal vom M-Wagen hören. Ich bin schon mal Probe gefahren, also ja, ich habe ein bisschen anders in Erinnerung, aber wie gesagt, ich bin schon lange weg aus München, also vielleicht täusche ich mich da, aber das Video schauen garantiert ein paar Leute. Deswegen würde ich mich da freuen, wenn ihr mal reinschreibt, wie der Sound euch gefällt. Aber wie gesagt, es ist ein kostenfreies Update. Da sollte man jetzt nicht so sehr kritisieren, auch wenn die Performance in München jetzt nicht allzu gut ist. Ich hoffe, dass wenn es dann mal richtig veröffentlicht wird, als Release-Version, dann, dass da die Performance besser ist als jetzt. Weil momentan ist es nicht optimal. Aber wie gesagt, wir fahren jetzt mal los. Also wenn wir erstmal die Bremse lösen.
auf jeden Fall hört es sich anders an als das neuere Modell. Aber ich sag, die Performance in München ist, wie gesagt, ja nicht die beste. Ich spiele es momentan in der Einstellung in beste Grafik, also eine unter maximal. Alle anderen Karten, die ich so mir aus dem Workshop runtergeladen habe, die spiele ich mit Tu es nicht, also in höchsten Einstellungen. Aber hier, wie gesagt, da ist zu viel einfach bebaut und ich hoffe, dass da auf jeden Fall noch mal bis zum Release sich was tut. Aber auch an die Lotus-Entwickler mal, man sollte den Sound regeln können. Also es ist brutal laut, das Spiel. Man kann es nicht runterregeln, das Ganze. Das ist so das, was so an Optionen mal kommen müsste. Dass man die Lautstärke von den Fahrzeugen halt einstellt. Weil sonst muss ich extrem schreien, dass man mich überhaupt hört hier. Also bis jetzt ganz okay. Ich glaube, dass es kostenfrei ist. Kann man, denke ich mal, nicht meckern. Lassen Sie heute etwas gemütlicher angehen. Weil sonst mit dem normalen Fahrzeug würde ich ja wesentlich schneller hier fahren. Alle wissen, dass wir die Christkindl dran sind. Ich komme so gerade vor wie so ein amerikanischer Eismann. Kennt ihr das? Oder wie heißen sie? Bofrost und so weiter. Die dann so bimmeln, wenn sie da sind, ihre Ware anpreisen. Also ich weiß nicht, ich habe den Sound irgendwie von der älteren, von dem M-Wagen anders in Erinnerung. Ich bin ja sehr oft damals mit dem P-Wagen gefahren, weil da in der Zeit, wo ich in München gelebt habe,
ist er immer auf der Linie 19 gefahren und auf den Linien 20, 21. Das war so meine Zeit. Und dann kam dann, wie gesagt, die moderneren, die vierteiligen, die dann auf der Linie 27 gefahren sind, dann unten auf der Linie 19. Aber wie ich ja mitbekommen, hat sich ja in den Linien auch einiges geändert im Liniennetz. Jetzt gab es mal einen heftigen Ruckler. Wie gesagt, da muss man performance-technisch wirklich noch, auf jeden Fall nochmal ran. Wenn man bedenkt, ihr sollt nochmal KI fahren, Busse und noch Fußgänger und so weiter, also dann sackt die Performance dann noch mehr in den Keller. Und wie gesagt, wir reden ja, wie gesagt, von meinem System, wie gesagt, von einem Gaming-Rechner. Und das sollte jetzt schon einigermaßen flüssig laufen. Weil da müssen sie auf jeden Fall ran, was die Performance angeht. Aber ich sage, eins muss man sich auch dem Entwickler zugute halten. Er hat die Objekte alle halt selber gebaut. Also das sind ja alles wirklich Objekte, die wirklich im detailgetreu sind. Also sehr, wie man es auch in München kennt. Das ist ja wirklich sehr realistisch auch. Ich kenne die Strecke auch hier. Da muss man, wie gesagt, wirklich noch mal ran. Ich glaube, das ist so einer der größten Kritikpunkte momentan, was das Add-on angeht, die Performance. Also ob man jetzt hier Objekte jetzt zum freien Bauen freigibt für andere Maps entwickelt werden, ja, da kann man sich streiten drüber. Aber wie gesagt, Performance, das Thema kennen wir ja schon aus Omsi. Und in Lotus sollte sich ja alles verbessern. Weil sie mit 64-Bit und so weiter dann laufen soll. Aber da, also wie gesagt, sehe ich auf jeden Fall noch ein Stückchen Arbeit, auf jeden Fall, was noch beim Entwickler liegt oder bei Lotus allgemein liegt. Wir schauen uns die Drum noch mal von außen an gleich. Aber ich habe gleich nämlich noch ein Signal. Was momentan grün ist, wenn ich jetzt rankomme. Also von links würde jetzt die Linie 19 kommen, oder ist damals die Linie 19 gekommen? Linie 19, wie gesagt, fährt jetzt hier rechts rein. Das ist dann die Haltestelle Karlsplatz Nord.
Aber ich sag, wir fahren jetzt, wie gesagt, direkt direkt geradeaus, direkt zum Karlsplatz selber. Rechts geht es auch wieder zum Hauptbahnhof vor. Und dann sind wir auch schon, wie gesagt, am Karlsplatz. Beschleunigen tut sie ganz gut. Nur bremsen, wie gesagt, das ist nicht so prickelnd, aber. So, jetzt fahren wir die Sonnenstraße vor. Auf der rechten Seite jetzt hier das bräunliche Gebäude, ist die ehemalige Postbank. Oder Postbank-Gebäude. Und hier gleich daneben, Fotogeschäft Sauter, oben drüber, habe ich früher mal gearbeitet. Da waren vorher mal Büros von meiner alten Firma. Oh, was ist das? Alte Firma. Da bin ich ja immer noch. Das heißt, hier am Sendlinger Tor und am Stachus. Das war so meine Hut, wie man es jetzt schön sagen würde. Und hier vorne ist dann immer der Bus weggefahren. Die Linie 31 zum Knie, glaube ich, war das. Ich glaube, 31 war das, ja. Das heißt, ich konnte dann direkt dann von der Arbeit in den Bus einsteigen und heimfahren. Hat natürlich ewig gedauert, weil in der 19er Trambahn zum Beispiel oder mit der S-Bahn bis nach Leim wäre es nicht wesentlich schneller gegangen. Aber ich sage, mit dem Bus hat man halt mehr gesehen. Also. So. Dann sind wir am Sendlinger Tor angekommen. Wir machen noch kurz die Türen auf. Filmen noch mal ganz kurz. So, und in diesem Sinne wünsche ich euch schöne Weihnachten. Bedanke mich fürs Zugucken. Lasst da bitte ein Like auf dem Video da, würde mich sehr freuen. Und wer noch nicht abonniert hat, darf gerne natürlich abonnieren. Kostet nichts. Glocke aktivieren natürlich. Nicht vergessen, dann kriegt ihr mal mit, wenn es was Neues gibt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Tschüss, euer Mario.